Hallo und herzlichst willkommen wieder einmal zu Innovative Reality mit dem Merlin. Unserem Lieblingszauberer hier. Übrigens, die Kuh hier, die muss noch, ne? Ja, eigentlich, also wir dachten, also die sieht ziemlich roh aus eigentlich, also scheiße. Also dauert wahrscheinlich länger mit dem Blauen. Wir lassen sie nochmal ein paar Folgen da hängen, mal gucken. Mal gucken, was draus wird. Übrigens habe ich was ganz, ganz Tolles, was ich mir direkt, als ich es gesehen habe, machen musste. Ich frage mich eigentlich immer auch, warum du rote Augen hast. Bist du ein Vampir? Bist du ein Albino? Nee, ich mache jetzt Carpenter's Flowerpot. Ach, deswegen die Augenfarbe? Ja. Ist der Merlin auch ein Kiffer? Das ist auch so eine Sache. Ja, das ist, Das ist die wahre Antwort, ja. Hauptberuf. Ja, das stimmt auch. So, warte mal, ein paar Manila-Items, die gehören hier gar nicht rein. Übrigens, mit den Extended Tools hast du eine höhere Reichweite, ist dir das mal aufgefallen? Jetzt nicht wirklich. Das ist so. Ja, wenn du so, ich nehme ein normales Item, dann siehst du wie weit und dann nimm die Extended Item und dann geht's nochmal zwei Blöcke weiter. Ah, jo, tatsächlich. Löl. Jo, das stimmt. Hä, was hab ich da? Burnt Beef! Geil! Was war doch schon zu weit, das kann ich nicht sagen. Ja, ich hätte echt gedacht, dass sie noch mal muss. Also ne? Wie sie aussah, also das ist das ja echt. Das sieht nicht roh aus. Oh, nee. Okay, gut, da wollen wir jetzt auch wieder in den Eternal Frost. Wir wollten eigentlich nur was zu essen holen. Ich esse mal dieses Frost Wheat Bread. Nö. Das war richtig Knorke. Hier haben wir Mushroom Steff. Mushroom Steff. So. Mushroom. Hast du denn schon eine Frage? Ja, soll ich die mal reinbringen? Ich denke mal, wir können jetzt schon mal die Frage schon mal stellen, ja. Okay. Fabians Phoenix LP schreibt: Wo wohnt Hendrik und auf welche Schule geht er? Geheimnis. Ja, das Geheimnis. Ich werde auf jeden Fall. Ich back hier rum. Ich werde natürlich nicht genau sagen, das wäre ein bisschen idiotisch. Das hat er nicht mal mir gesagt. Tja, so ist das. Ja, das kenne ich wirklich, die ich lange kenne, den sage ich das höchstens mal. Nee, ich wohne im Südosten von Nordrhein-Westfalen. Das ist eigentlich ziemlich genau genug. Ja, hast du aber genauer gesagt. Ah, ja, genau. nee, Südosten von Nordrhein-Westfalen und praktisch ziemlich nah an Grenze zu Hessen auch, kann man sagen. Ja. Da stinkt die Hessen. Das ist auf jeden Fall so, ja. Und Schule einfach Gymnasium, das ist anderes genau, das bringt ja halt nichts. Der Merlin, der ist natürlich auch so ein High-Class-Skiller, der geht natürlich auch auf ein Gymnasium. Nö, Hauptschule, Sonderschule. Ach so, ja, Sonderschule, bestimmt, Merlin. So weit kommst du kannst ja nicht mehr Deutsch reden. Gut, Kniete! Auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Frage. Und der Merlin, der kann ja auch mal sein. Der muss jetzt auch sagen, wo er wohnt, der Fairness halber. Das habe ich schon so oft gesagt. Tatsächlich? Ja, ich wohne da, wo Hendrik nicht wohnt. Nee. Aber wird mir auch gerade bewusst. Stimmt, Merlin, richtig. Auch in NRW. Bullshit. Ja, das ist auch so eine Sache. Das stimmt natürlich auch. Es ist einfach so, jeder gute Let's Player kommt aus NRW. Und alle die guten YouTuber, auch aus Köln, das ist ja auch noch ein NRW. Noch, haha, direkt mittendrin, aber. Hier ist das so. Köln ist weit weg von mir. Vielleicht. Als wenn ihr nach Köln fahrt, seid ihr hier. Falsche Richtung. Oh fuck, der ist hier drin. Der Fettsack. Haha, der. Nein. Der ist so bescheuert. Nein. Und dann sind zwei. Hilfe. Ja, ich kann nur eine auf einmal besiegen. Nein. Oh ja. Loot. Ach, gib mir aber auch was ab, Merlin. Ich hab dir was abgegeben. Ich hab nichts bekommen. Doch, du hast ein Beef bekommen. Boah, nee, 18 Force Hammer. Ich geb dir mal 9, wenn du die wirfst, dann kommt so ein Blitz. Sind aber ziemlich wertvoll. Und Cold den Helm nimmst du natürlich wieder was. Hier, guck mal, du kriegst den Cold Steel Helmet, wenn du willst. Oh, okay. Ist der und besser? Das ist eine Hose. Was bringt die mir? Ja, er ist besser, der Cold Steel. Okay, die Hose bringt mir einen Scheiß. Die Turo können wir mitnehmen, die sieht lustig aus. Die bringt mehr als Extended Iron, das ist gut. Das ist gut, mein Freund. Ist
da drin jetzt auch noch was gespawnt? Kann das? Nee. Ach, man kann Lichter an- und ausmachen? Oder hier sind noch Lampen. Lustig. Ja, ich lustig. Du hast es selbst gesagt. Ja, Entschuldigung. Kann man die... Alter, Merlin, bist du verrückt? Es regnet Bücher. Ich hab noch gerade überlegt, ob ich das machen soll, und da dachte ich mir, nein, naja, okay. Lööööö. Super hot. Aber das... das will ich auch haben. Du das bist... gleich mit. Du bist... Man, du nimmst den ganzen Dungeon auseinander. So ist das geil. Hauptsache, ich hab die Stairs. Guck mal, den Stein hier. Nein. Wie wir einfach dem Typen, dem alles auseinandergenommen haben. Das ist gar kein Laub. Ich dachte schon, warum ist hier Laub drin? Ja, ja, ja! Ja, ja! Oh, das ist echt der dümmste Kacklord. Oh Mann, ich will noch einen Dungeon finden. Da muss auch wieder so ein lachender Vollspacko drin sein. Nee, es ist nur noch einer anderen. Wo bist du eigentlich hingegangen, Merlin? Wieder nach unten? Was? Nach unten gegangen? Ja, bist du, okay. Achso, du bist auch da. Ich guck jetzt nochmal, ob ich jetzt auf die Schnelle mal noch so ein Dungeon Stone. Ups. So ein Dungeon Stone finde. Mhm. Währenddessen sage ich auch schon mal die. Bei mir backt hier Frage. Der Ozean. Was? Haben wir die eigentlich schon? Naja, die Frage machen wir gleich. Ja. Wir noch genug Zeit. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber das, bei mir ist der Durchschnitt. Stellt man gerne rhetorische Fragen. Was? 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 Dem Typen stellt man gerne rhetorische Fragen. Ja! Oh, nee. Super hot. Der Typ, der war echt schon der Beste. Ups! Geh mal ein bisschen erkunden hier. Ich hab die Fresse gehückt. Das ist kein Wort für alles. Doch. Und mein Name ist auch nicht mal ein Wort. Aber egal. Sie sind HIV, Hücken. Oh nein. Oh, ja, schöne Vincent Lee Musik. Ja! Ja, toll. Ja. Bei mir, du sagst einfach so Vincent Lee Musik und genau in diesem Moment kommt dann bei mir so Phoenix Beats Productions, ihr Fucker. Ja. Das muss man sich einfach reinziehen in meiner Folge. Das schneide ich vors Intro so. Das ist schön. Aber so richtig so genau passend Phoenix Beats Productions. Ja, fast Vincent Lee. Guck mal, da ist ein Dungeon. Was, wie, wo? Bei mir? Wo sonst? Ja. Da ganz oben, hinter dem Wasserfall. Ja, wo bist du denn? Hinter dem Wasserfall geht's weiter. Nee, geht's weiter. Das ist eine schöne Musik, fast. Ich hab zum Glück Snowbark gesammelt. Woher nur? Ach nee, meine, du bist blöd. Du bist blöd. Warum? Ja, weil du mich hier nicht drauf lässt. Hey, ja, was soll ich denn machen? Mich drauf lassen? Ja, das hört sich zweideutig an. Ah. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, Geburtstag ist schon ein bisschen her. Nein, nein! Wehe dem! Nein! Alter! Okay, einen positiven Effekt. Ich weiß jetzt, was diese Hose macht. Ich kann über Eiswasser laufen. Ach so, ja, siehst du, das wollte ich dann mit nur testen. Ich denke auch. Scheiße, ich sterbe. Sowas von... Fuck. Wo sind meine Items? Sag nicht, die sind jetzt alle kaputt gegangen. Oh ne, dann würde ich aber direkt bereuen, wenn das so wäre. Es ist so. Was, die sind alle weg? Ja. Warum das denn? Weil es Eiswasser ist, glaube ich. Das ist wie Lava. Ja, ist es. Oh nein, habe ich den... Oh nee. Das war ein blöder Troll. Oh Gott, da ist mein Karma war und in alle Säcke gegangen. Alter, nee, das wird auch nicht. Ich lass es besser bleiben. Oh Mann, ich hatte die gute Hose und ich geb dir noch den Cold Steel Helmet. Mensch. Siehst du, der steht mir gut. Jetzt ist mir echt und leid, Merlin. Das zweite Schlimme ist noch, dass es nicht mal ein Dungeon Zone ist, sondern so eine scheiß Erde. Ach so, ja, scheiße. Ich dachte jetzt aus. Alles och, umsonst. Mist, das war jetzt alles für den Arsch hier. Och nee. Hätte ich das gewusst, scheiße, hätte ich doch niemals gemacht. Vielleicht doch. Nee, dann auf jeden Fall nicht. Als ob ich das über ein Lavabecken gemacht hätte. Ja, ist ja kein Lava. Ja, aber kommt ja dem gleich. Heilige Scheiße, naja, dann... Scheiße. Mal,
Instant Karma, ja, ey. So viele Erkundungen machen können. Instant Down Karma, ja, echt scheiße. Ja, wir hätten echt. Oh nein. Das muss ich dir irgendwie wieder gut machen, Merlin. Ja, nächste Nacht, ne? Oh nein. Oh nein, er will das eine von mir. Ja, dann würde ich sagen, nächste Frage, ne? Ja, das lieber mal schön. Noch weiter runter geht. The Ratty in Blue wieder einmal. Frage für Folge. Die Ratte in Blau. Was wollt ihr mal werden außer Let's Player, beruflich? Natürlich nur Let's Player, geht gar nicht anders. Das werde ich auch vom Beruf. Natürlich nicht, aber. Ich werde mal denken, irgendwas. Entweder Medien, was eher so auch wirklich praktisch Let's Play so ist, so videomäßiges, oder halt computertechnisch, was so eher informatisch wird, aber nicht reine Informatik, weil das tue ich mir nicht an. Ah, hier ist ein Ice Cube. Jo, das wär's eigentlich. Ich liebe Informatik. Aber nicht nur reines theoretische Kacke. Kackkacke. Kackkacke? Ja, nee, rein Theorie, das ist nicht so toll. Aber du hast Glück, die Flowerpots haben überlebt. Ja! Ja, siehst du, das ist das einzige Item, die einzige Item. Es war hier. Ein Omen, dass die überlebt haben. Ja, was willst du mal werden beruflich, Merlin? Das interessiert doch jeden hier. Ich werde ein Hücken, aka Milliardär. Nee, ich denke eher so. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet, obwohl du mir schon vor der Frage Folge vorgelesen hast, so. Ja, da tatsächlich. Entweder Computerspielentwickler, reiner Informatiker, nein. Und dann viel Spaß da, hast du aber genug zu tun. Oder tatsächlich Fernsehmoderator oder Radiosprecher. Es wäre einfach zu gut. Oder beides. Oder beides zusammen, ja. Willkommen bei Hücken TV. Oh, scheiße. Wenn es später mal einen Kanal gibt, der Hücken TV heißt, dann ist das. Ich glaube, kein Mensch auf Erden nimmt irgendwas so. Ja, Mann, du kannst doch hier mal einen Eisenhelm haben, ihn wenigstens. Ich bin kein Mensch, ich bin ja ein Alien. Mann, warte. Hücken. Du kriegst jetzt hier mein Extended Iron Helm, den brauche ich ja wirklich nicht. Toll. Das macht alles wieder gut, weißt du? Nee, aber immerhin schon mal ein Anfang. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück in die normale Welt. Ich will wieder. Ja, auch wenn die normale Welt bei mir in der Luft schwebt, aber ist ja egal. Aber diesen Yeti bringe ich noch um. Yeti? Ja. Hücken. Das ist eigentlich ein. Das sieht aus wie ein Eskimo, naja. So. Wieder zu Hause. Ja, so ich hätte aus. Eine gute Idee. Wie wär's mit Eisenblock Flowerpots? Ja, wenn wir uns das leisten können. Ja. Ja, der Typ ist echt der Beste, ey. Wunderschön. Never forget. Was? Never forget. Der Typ ist echt der war echt der grandioseste Boss, den ich je hatte. So richtig schön beschissen. Also richtig, ich denke, oh nein, es ist so dämlich. So, was sagt die Folge? Chaka Pyrite und Chaka Pyrite. Sie sagt sogar der Zeit. Blö. Oh, ich kann sogar pennen. Boah, 13:37. Was? Das ist die beste Zeit. Elite-Zeit, um auf die Dinge zu schauen, auf die Zeit. Hä? Musste man nicht die Dinger mal abschneiden früher? Ich hoffe nicht. Ja, dann werden sie nämlich alle. Oh nein, guck mal. Ja. Ist sie durch? Nee, ich glaube ein bisschen noch, oder? Ja, 10 Stunden noch. Die du Scheiße. Einfach maßlos übertreiben. Oh nee, aber vielleicht mit Jupiter. Was? Oh. Oh Gott. Also kein Schokoriegel heute. Oh, ist das schlimm. Auf dem Mars heißt der Marsriegel Erde. Ich denke auch. Da gibt's auch keine Erdbeben, sondern Marsbeben. Ja, keine Ahnung. Oh, es sieht so schön aus, wenn hier nicht das Ding ins Buggen würde, weil. Oh fuck. Ah, die greift gar nicht mehr an, die hier. Was ist das denn? Ich hatte doch diesen Sack. Ach, da. Ach so, da hast du einen Sack wieder gefunden. Ja. Okay, mein Sack. Das ist schön. Ah, Audio Netflix Musik ist das Beste. Ich muss ja jetzt Erde reinfinden. Stimme ist, wenn Hendrik was sagt, dann ist mein Mikro deaktiviert. Was? Ach stimmt, ich übertöne alles mit meiner Basslastigkeit. Bass.
I'm all about that bass, ne? Ja, das auf jeden Fall. Jetzt in meine Bass. Drop the Bass. Ich lass die Basis fallen. Nein! Wo wie ist die? Ich brauch Werkzeuge. Ich mach mir jetzt welche. Gibt's kein Eisen mehr? Du kannst mich doch nicht... Nee, ich hab alles in die Blumentöpfe gemacht. Als ob. Doch, guck. Das, jeder Blumentopf hat einen Eisenblock gekostet. Oh, hatte ich jetzt facegammert. Alles für meine Blumentöpfe. Ich schick dir eine. Alles für meine Blumentöpfe. Alter. Oh, eklige Kackviecher hier unten. Ich brauch da nur ein bisschen Eisen für den Extended Iron Sword. Okay, bei 200 Likes bei erster Folge von Hendrik Innovative Reality gibt's Hendriks Facecam. Ich hab noch nicht mal die Hardware dafür und ich werde definitiv auch nicht extra was zulegen, nur für mehr Schneidearbeit. Ja, das ist nicht wirklich das Problem. Das ganze Synchron und so weiter, ich weiß es nicht, also ist nicht mein Hauptziel. Es gibt auch, glaube ich, irgendeine Funktion, dass man das mit DxStory kombiniert. Nee, das wäre praktisch, das wäre ja nicht wirklich viel mehr und Renderzeit ist halt nicht wirklich viel für so ein bisschen Futzel, das fällt halt, dafür fällt halt anderes weg. Ist jetzt nicht so. Das auch. Wo haben wir hier den Vanilla Cobblestone? Wir haben doch kaum noch mal was davon, oder? 9 Attack Damage, das ist gut. Oh, die beste Musik hier wieder. Ich glaub nicht. Doch, die ist wirklich die beste Musik. Scheiße, ach da, nee, oder? Boah, 7 Cobblestone, dein Ernst? Was? Mehr Vanilla Stone haben wir. Ach stimmt, ja, wie sollen wir das machen? Ich kann die ja ganz leicht machen und ich hab 6. Stimmt, man kann die ja ganz leicht machen. Wo ist Extended? Hier ist Extended. Ich bin da auch gerade bei. Und ich hab's falsch gemacht. Es hat fast zu meiner Musik gepasst. Das ist schön. David Guetta, Lovers on the Sun. Ach bitte, MP3. Ja. Nee, original, ne? Ja. Ja. Und tschüss. Und weg von YouTube. So ein Mist. Ja, da gibt's ja solche Let's Player, die einfach mal seine Musik so nehmen. Ja, also ich finde, so unvorsichtig darf man echt nicht sein. 13 Sekunden darf man ja auf YouTube, ne? Ja, so unter 30 eigentlich für jedes Lied. Echt? Ja, also so viel ich weiß, kann man das kompromisslos unter 30 Sekunden kann man da, also für Intros kann man eigentlich jede Musik nehmen, habe ich auch gemacht. Ich dachte, das wären 13. Ja, weil die meisten wissen das gar nicht. Als Intro-Ersteller muss man das so eigentlich wissen. Im Prinzip, also, ja. Es wird meistens so nicht Copyright-Geschützte genommen und da könnte man wirklich geile Lieder, so Gangnam-Style oder so nehmen. Obwohl es auch immer übrigens, auf den Vertrag ankommt. Irgendwer bei Hendriks Zuschauern, ich mach mal jetzt schön Product Placement, keine Ahnung. Wenn irgendwer oder bei meinen Zuschauern irgendwer mir ein geiles Outro machen kann, das wäre sehr nett. Weil ich habe meins jetzt ungefähr 2 Jahre schon. Das merkt man. Ja, meldet euch bei Merlin. Ich habe eigentlich ein Outro, aber ich nehme es dann eigentlich nicht mehr so häufig. Das ist so und eine wenn Sache. Ihr mir ein Outro macht, bitte mit David Guetta Dangerous als Musik. Okay, ja, das wird wahrscheinlich jetzt toll sein. Jetzt macht der Hendrik mir eins, ne? Fast. Ja, okay, letzte Frage, wir sind über 18 Minuten. Ja, fast hätte es geklappt, ne? Von der Ratte im Blau wieder einmal. Nö! Frage für Folge. Glaubt ihr irgendwann mal von YouTube zu leben oder wollt ihr damit nicht verdienen? Ja, ich verdiene schon damit. Allerdings ist das so eine Sache, es muss jetzt nicht wirklich auf komplett, also dass ich es unbedingt drauf anlegen will, dass ich unbedingt hier verdiene damit. Das ist einfach so ein Nebenverdienst. Wenn ja, dann ja, wenn nein, dann nicht. Das ist so eine Sache. Ist natürlich immer nett, auch wenn ihr extra den Adblocker auslasst, ist auch eine sehr, sehr nette Geste und so weiter. Aber es ist euch überlassen, wie ihr es handhaben wollt. Aber davon zu leben, da gehe ich jetzt also nicht von aus. Also da Geste, aber verstehst du? Nette Geste? Und Melle, du willst bestimmt von YouTube leben ab morgen, ne? Ich lebe schon von YouTube. Du hast sofort den Furnace Dust, also den Iron Dust. Du bist immer so Flux dabei hier. Nee, Flux ist Licht. Und schnell. Nee. Doch. Flix schnell. Ihr Flux doch auch. Nee. Doch, Merle, das ist so. Aber das sagt keiner. Das ist egal, Hauptsache ich sag's. Hücken. Wenn Hücken das sagt, dann sagen alle Hücken das. Also nur ich. Und ich. Ja gut, also ich denke mal... Nein! Ach... Du hast geballert? Ach, Chester. Nein! Sackgesicht! Ah, der Blitz schlägt nicht ein, weil wir hier nicht am Tageslicht sind. Jetzt geht's erstmal fett an den Creeper. Ah, nee, es ist Tag. Oh nein, das Magic Shield ist weg. Oh nein! Das sind Creeper. Guck mal, das wird lustig. Okay, zum Abschluss der Folge machen wir das. Oh nein, das ist ein Trollface Creeper. Nein, das habe ich jetzt. Scheiß die weiter.
Alter, das war knapp. Hat er eine Statue gedroppt? Nee, oder? Ach, die gibt's auch hier nicht. Die sind von Dingens, von irgendeiner Modifikation da. Exploit. Ja, das ist keine Modifikation, aber... Das denken auch manche. Manche verwechseln Modpack mit Modifikation. Ist fast dasselbe. Das habe ich, glaube ich, in den Kommentaren gelesen. Bei Innovative Reality. Wie heißt der Mod? Ja, stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen sehr genau. Aber das machen wir mal eine Mod-Vorstellung. Wie heißt das Modpack? Das wäre es aber auch schon mit der Folge gewesen. Was? Ja, 20 Minuten 40. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Eine Frage mehr? Hatten wir nicht. Wir hatten drei jetzt. Nö. Deine. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Innovative Reality mit den zwei besten YouTubern der Welt. Definitiv. Und die Kuh braucht, glaube ich, immer noch ein bisschen. Wer hier oben ist, könnt ihr euch selbst entscheiden. Übrigens, das war das beste Format auf YouTube. Tatsächlich. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss, Nikowski.